Hey Leute und herzlich willkommen zu Part 14 unserer F1 2021 Breaking Point Story hier auf meinem Kanal. Falls ihr den letzten Part verpasst habt, schaut da unbedingt rein. Ein sehr bedeutender Part auf alle Fälle. Und zwar einerseits haben wir uns erstmal, was für das Team natürlich sehr gut ist, wieder so ein bisschen mit Jackson vertragen und wollen ihn jetzt sogar quasi auf seinem Weg hier durch AlphaTauri sogar noch so ein bisschen unterstützen als Ackermann. Und ja, dann haben wir tatsächlich noch ein Podium geholt in Belgien. Also auf alle Fälle ein sehr, sehr erfolgreicher Part. Aber ja, ich würde mal sagen, wir gehen gleich weiter zum nächsten Kapitel. Grand Prix von Russland einen Monat später. Dann schauen wir mal, was hier gleich kommt. Erstmal haben wir noch wieder von Sue eine E-Mail und kriegen sogar erstmal von Brian einen Anruf. Brian? Kaspar, kannst du mal schnell ins Rechenzentrum kommen? Was gibt's denn? Das Team sieht sich gerade die Daten von P3 zu Ende an. Sie wollen ein paar Aspekte der Reifenstrategie mit dir besprechen. Ist ein bisschen spät dafür, oder? Naja, wir wollen eben nichts machen, womit du nicht einverstanden bist. Okay, ich muss nur hier oben erst fertig werden. Wir warten so lange. Wann immer du Zeit hast. Danke, Brian. Okay, na dann. Das war also Zoe, nur so ein Gedanke. Kommt Aiden zum Teamdinner, könnte eine gute Gelegenheit sein, reinen Tisch zu machen. Das heißt, wenn du das willst. Ich habe übrigens gerade mit Lily gesprochen, es geht ihr gut. Sie sieht sich mit deiner Mutter den GP an. Na dann. So, dann. Tom Stocker. Abweichend, 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 Rücktritt. Ja, das ist ja sehr viel abweichend. Hab mich neulich mit einem Kontakt unterhalten, der mir mit Sportsendung zu tun hat. Schon mal darüber nachgedacht, Kommentator zu werden oder als Experte vor der Kamera zu stehen? Du hast einen Ruf als jemand, der die Dinge beim Namen nennt. Und ich glaube, du könntest mit so etwas erfolgreich sein. Lass es mich wissen. Ey, es ist scheißegal. Alter. So, ne, Jeff, was hat Jeff noch wieder? Und steht anscheinend eine bewölkte, aber trockene Session bevor. Trocken ist die Hauptsache. Du weißt ja, wo du den Bericht findest. Ja, finde ich, ist mir aber auch egal. Wir gehen jetzt einfach mal zum Rennen. Während des Rennens werden wir reingespawnt, na dann. Soll es wohl so sein. Casper, we think you can push for the fastest lap. Yes? Yep, we're in a strong position. See what you can do. Kein Problem. The gap behind us is 35.4 seconds. Also eine schnellste Runde ist natürlich auch immer ganz toll. Fahre die schnellste Rennrunde und schließe unter den besten 10 ab nur dann. Also es gibt für mich keine einfachere Übung als um Russland die schnellste Rennrunde hinzulegen und dann auch noch unter die Top 10 zu kommen. Schon mal schnell zum ersten Sektor, na dann. Also eigentlich hasse ich Russland. Beziehungsweise mittlerweile geht das, aber am Anfang, als ich hier mal Zeitfahren gemacht habe und so, da hatte ich doch noch große Schwierigkeiten hier zu fahren. Aber naja, so, jetzt erstmal hier Russell vor uns, den überholen wir ohne große Probleme. Auf zweiter schnellster Sektor. Komm hier jetzt ein bisschen weit raus, aber auch egal. So, dann sollen wir Giovinazzi überrunden. Locker. Durch die letzten Kurven. Mal schauen, ob wir dadurch schon mal die schnellste Runde kriegen. Jo. Great work. The new fastest lap of the race. Dann müssen wir jetzt noch zu Schumacher und Ocon aufschließen. Dass wir dann auch unter die Top 10 kommen. Das ist vielleicht sogar die spannendere Geschichte. Ob wir das jetzt schaffen. Aber auch das sollte eigentlich irgendwie im Bereich des Möglichen liegen.
hier wieder mit Kurven. So. Dann müssen wir hier erstmal wieder, ich denke mal, Latifi ist das überrunden gleich. Haben wir hier gerade einen ganz schönen Mist zusammen, muss ich sagen. Bin jetzt schon über so eine Sekunde langsamer als die letzte Runde. Gut, Latifi hat uns vorbeigelassen. Das versucht tatsächlich vor uns sogar Schumacher Ocon zu überholen. Also ich glaube, das ist eine Situation, die man in Wirklichkeit nie sehen würde. Aber vor uns wird sie gerade in Realität umgesetzt. Und Schumacher ist tatsächlich sogar an Ocon vorbeigekommen und muss dann auch fairerweise sagen, hat Ocon harte Reifen und Schumacher weiche, aber es ist trotzdem irgendwie sehr witzig. So, ich glaube, ich mache jetzt sogar auch mal hier einfach mal den Dive gegen Ocon, der ist mir einfach viel zu langsam. Dann schauen wir mal, dass wir gleich an Schumacher vorbeikommen. Das gleich irgendwie mit DRS oder so. So. Aber was willst du, Schumacher? So. Also jetzt auch überholt. Gut, ich denke mal, Butler vor uns kriegen wir jetzt nicht mehr. Das könnte auf alle Fälle werden sehr, sehr schwer werden. Aber wir sind zumindest ganz ordentlich dabei. Wieder gut durch die Kurven durch. 2 Sekunden sind es noch auf Butler, der wird jetzt gerade doch ein bisschen aufgehalten tatsächlich. Genauso wie der Ferrari von Sainz, also na, vielleicht geht da doch noch was in die Richtung. Irgendwer ist dann nämlich davor. Ich glaube, das müsste tatsächlich Alonso im Alpin sein, der die da gerade anscheinend irgendwie ein bisschen aufhält. So sind wir jetzt gleich schon unter einer Sekunde auf Butler, damit auch in seinem DRS-Fenster. This is your final lap of the race. Wer weiß, vielleicht geht da doch noch was. Mal schauen. Jetzt sind wir erstmal davor Alonso, der sich gerade mit Sainz da battelt. Aber wir kommen irgendwie noch nicht wirklich entscheidend ran im Butler. Hier wieder ein bisschen zu weit rausgekommen. Ja, ja. Ich hasse Geduldsspiele.
Oh, ist ja schön über den Körper rüber gehüpft. Eieiei. Ich hoffe mal, wir haben Butler da nicht irgendwie erwischt, aber... Da... hat der Kurt mich gut mitgenommen. So. Ah, jetzt können wir sogar hier noch gegen Sainz vorbeikommen. Tun das tatsächlich auch. Mit dem schönen Switchback. Und damit sind wir auf Platz 8, glaube ich. Also haben auf alle Fälle das Ziel erreicht. Das ist doch wunderbar. That's quite some achievement for AlphaTauri's Kasper Ackermann, getting the fastest lap out. Yeah, it's not often you see a team outside of the top 3 pick up that extra point. AlphaTauri went with what looked like an aggressive tire strategy, but it paid off for them. Incredible, really. AlphaTauri now very much in the mix for a strong midfield finish this season. Who knows, they might even be eyeing up fourth place. They'll be delighted. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible driving. There's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly proving themselves. Ja, also Perez das Ganze gewonnen vor Norris und Bottas. Jetzt sind wir Achter, mal schauen, kommt jetzt noch was? Ne, kommt nichts mehr. Schnell zur Runde gefahren, ja, ich fahre sehr gern schnell zur Runden. Haben aber noch wieder hier kurz E-Mails und kriegen also nochmal wieder einen schnellen Anruf. Ryan. Kasper, ich wollte nur sagen, toll, dass du die schnellste Runde gefahren bist. Den Punkt können wir wirklich gebrauchen. Ja, das Team hat gute Arbeit geleistet. Und du bist gut gefahren, Kasper. Also, gratuliere. Danke. Hey, es gibt Gerüchte, dass du die Team-Dinner-Party morgen schwänzen willst. Muss ich mir da wirklich Sorgen machen? Ich komme zur Dinner-Party, Brian. Wir haben Grund zum Feiern und einen tollen Ort dafür reserviert. Es wird dir gefallen. Kommt Zoe auch? Das lässt sie sich nicht entgehen. Großartig, sehr schön. Freust du dich schon drauf, Kasper? Los, sag ja. Ich werde auf jeden Fall da sein. Naja, immerhin. Wir sehen uns dort. Danke, Brian. Na dann. So, jetzt nochmal Jeff. Bezüglich der Reifen. Oh, sag mal, was ist hier los? Hey, Zoe. Hey, hallo. Alle reden über die Team-Dinner-Party. Wir gehen immer noch dahin, oder? Sieht so aus. Ach komm schon, Kasper. Du wirst diese Veranstaltung vermissen, wenn du nicht mehr dabei bist. Wir werden sehen. Warum habe ich nur einen so übellaunigen Kerl geheiratet? Weil er charmant genug ist, um das auszugleichen. Da habe ich was anderes gehört. Du darfst eben nicht alles glauben, was sie in den Nachrichten erzählen. Was machst du gerade? Nur E-Mails und so. Okay, ich glaube, ich gehe zurück zum Hotel. Wir sehen uns dort. Ciao. So, mal schauen, ob wir vielleicht jetzt zum Reden kommen. Also Jeff, nochmal bezüglich der Reifen. So. Kasper, ich gebe normalerweise nicht viel auf Gerüchte, aber wenn es stimmt, was man sich im Fahrerlager erzählt, sieht es so aus, als ob ein paar der anderen Teams sich unsere Strategie ansehen, um herauszufinden, was ihnen in Gang ist. Tolles Ergebnis für das Team und großartige Leistung von dir. Gut gemacht, ja, ich mache alles ganz toll. Und was will der Franz Toast nur von uns? Tolles Rennen heute, Kasper. Den Punkt für die schnellste Runde können wir zurzeit gut gebrauchen. Genau, das hat Brian gerade auch schon gesagt. Ich kann es fast nicht glauben, dass du zurücktrittst. Willst du es dir nicht nochmal überlegen? Wenn ja, lass es mich wissen. Ich hoffe, die Team-Dinner-Party gefällt dir. Brian hat alles gut organisiert, Franz. Ja, ja. So, schauen wir mal, was wir mit deinem Abwälder was nochmal anders überlegen. Aber ja, Leute. Auf alle Fälle war es das wieder mit dem Part. Lasst auf alle Fälle gerne ein Like da, wenn euch der Part gefallen hat. Auf alle Fälle wieder ganz schön gutes Rennen hier in Russland abgeliefert. Lasst auch gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt, und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Parts zu verpassen.
Schaut auch noch gern bei My Team rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Richtig geile Serie auf alle Fälle. Und ja, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.